Wir kommen zur nächsten Kategorie, das ist der Newcomer-Preis. Der Newcomer-Preis ist mit 2000 Euro dotiert. Er gilt jungen Journalisten bis 30, die den langen Atem für ein komplexes Thema und eine aufwendige Recherche hatten. Der Newcomer-Preis der Otto-Brenner-Stiftung geht in diesem Jahr an Isabel Bär für ihre Reportage. Josch wuchs behütet auf, mit 15 verfiel er den Drogen. An Stoff zu kommen war nicht schwer, er hatte ja Facebook, erschienen in der Zeit. Isabel Bär ist tief ins Netz eingetaucht und deckt mit ihrer sensiblen Recherche die kaum bekannten Verbindungen zwischen sozialen Netzwerken und Drogenkonsum auf. Der Newcomer-Preis für Isabel Bär und die Laudatio hat jetzt aus der Jury Isabel Shayani, Fernsehredakteurin des WDR. Liebe Isabel Bär, wenn man eine Tür einen Spalt breit öffnet in eine andere Welt, in die man freiwillig vermutlich nie eintreten würde, dann ist die Frage: Wird der Betrachter, der über die Schulter der Person, die da den Türgriff runterdrückt, wird dieser Betrachter sich zügig abwenden oder wird er gebannt hinter ihr stehen bleiben, um die Welt, in die sie da einen Blick gewähren wird, zumindest mal zu sehen? Man bekommt den Verdacht, Isabel Bär schrecke vor wenigen Türen zurück und vor dem, was sie dahinter antreffen könnte. Wenn sie überzeugt ist, so wirkt es zumindest, dass man das sehen muss, was sie da entdeckt hat, dann drückt sie vorsichtig diesen Türgriff runter und sie wird die Tür Zeile für Zeile, Zentimeter für Zentimeter weiter öffnen. Sie macht das faktenreich, sie macht das sehr nah am Menschen und sprachlich brillant. Diese drei Punkte muss man jetzt noch mal etwas vertiefen. Erstens zur Themenauswahl. In ihrem Text, das hat man ja gerade im Einspieler auch gesehen, geht es darum, was für eine Bandbreite, was für eine irre Bandbreite von Drogen man über Facebook, das Netz, später das Darknet, Freihaus erhalten kann. Komplett unterbelichtet dieses Thema, lebensgefährlich und von Facebook mit einem einzigen Schulterzucken quittiert. Dass Isabel Bär und die Zeit sich dieses Themas angenommen haben, ist nicht nur gesellschaftlich verantwortungsvoll, das Thema ist komplett unterbelichtet und es scheint ein rechtsfreier Raum. Und genau da blickt sie hin. Diese Themenauswahl ist genau richtig. Zweitens, die Recherchetiefe. Isabel Bär steigt selber in 2 Dutzend Facebook-Gruppen ein. Sie muss allein 10 Aktenordner mit Facebook-Kommentaren von ihrem Jugendlichen, den sie da porträtiert, von Josch lesen. Und diese 10 Ordner, sie sind sozusagen das papiergewordene digitale Erbe eines Jugendlichen, der in Wirklichkeit kaum sprach. Im Netz dagegen, und das ist fast von Zeile zu Zeile schmerzhaft zu lesen, im Netz dagegen in den Gruppen, wo sie sich gegenseitig erklären, wo man die besten Spritzen kriegt und wann das Zeug am besten knallt, da war er richtig gesprächig. Und da, so schreibt Isabel Bär, da war Josch ihr Protagonist zu Hause, so wie früher Christiane F. am Bahnhof Zoo, diesen Vergleich zieht sie auch. Sie kontaktiert sein Umfeld. Sie muss dem Vater von Josch, so ist mein Eindruck, sehr lange und sehr genau zugehört haben. Sie hat sich reingewühlt, sie hat sich reingefräst, länger als ein Jahr. Und dieser Junge, der da im Leben so still war, dem gibt sie eine Stimme. Und damit vermutlich auch etlichen von diesen, wie sie sich selber zum Beispiel nennen, Ketamin-Cowboys, von denen wir sonst überhaupt nichts wüssten. Die sterben nämlich nicht, wie der Leser im Text lernt, von einer Überdosis oder Vergiftung auf der Straße, sondern zu Hause vor der Kiste. Zuletzt noch was zu ihrer Sprache. Ihre Sprache ist nüchtern, präzise, manchmal poetisch, aber nie zu viel. Sie nutzt die Not nicht, um sich sprachlich zu profilieren. Und sie entwürdigt ihre Protagonisten sprachlich niemals. Und deshalb folgt der Leser ihr. Und sie versteht es so zu erzählen,
dass der Leser eben nicht sagt, ach nee, das Zimmer muss ich echt nicht sehen, lass mal lieber. Im Gegenteil. Dass Isabel Bär also diese Tür öffnet, dass sie es auf sich nimmt, diese Welt von Drogengruppen und Drogenkonsum im Netz zu durchforsten, das möchte die Jury des Otto-Brenner-Preises deshalb auszeichnen und sie maximal ermutigen, weiterhin Türen zu öffnen und den Blick in Räume freizugeben, die sonst im Dunkeln versinken würden. Herzlichen Glückwunsch. Isabel Bär, kommen Sie zu uns. Nochmal ganz herzlichen Glückwunsch, Isabel Bär. Auf Twitter haben Sie geschrieben, das war eine unglaublich lange und intensive Recherche, die Sie auch sehr lange nicht losgelassen hat. Wie sind Sie überhaupt auf Josch aufmerksam geworden? Also ich hatte diese Drogengruppen entdeckt und habe mich dann erstmal eingelesen und geschaut, was passiert dort eigentlich. Und mir ist dabei immer wieder ein User aufgefallen, der ein unglaubliches Fachwissen hatte. Und ich habe seine Kommentare immer wieder gerade auch unter Posts gesehen, in denen es auch um härtere Drogen ging, beziehungsweise um unerforschte Substanzen. Und irgendwann habe ich auf sein Profil geklickt und habe dann festgestellt, er lebt gar nicht mehr. Und das war der Moment, an dem ich dann auch angefangen habe, weiter zu ihm zu recherchieren, zu schauen, was ist denn eigentlich vor seinem Tod passiert und dann eben auch den Kontakt zu seinen Eltern gesucht habe. Sie haben dann den Vater angeschrieben und ihn auch getroffen, vor allem den Vater. Genau, ja. Ich hatte auch die Mutter kontaktiert. Sie hat sich zu dem Zeitpunkt noch nicht bereit gefühlt, darüber zu sprechen. Und ich konnte dann aber den Vater mehrfach treffen und mit ihm darüber reden. So hat sich also dieses Leben so ein bisschen mosaikhaft für Sie zusammengesetzt, aus den Postings auf Facebook und Gespräche mit den Eltern. So sind Sie ihm dann so näher gekommen. Genau, also nicht nur mit den Eltern. Ich habe natürlich auch versucht, mit Joss Online- und Offline-Freunden in Kontakt zu kommen, was auch nicht ganz einfach war, weil auch natürlich einiges an Misstrauen da war, was ich auch nachvollziehen kann. Es haben sich aber tatsächlich ein paar seiner Freunde dann auch bereit erklärt, mit mir zu sprechen. Und Sie haben sich ja auch selber Fake-Profile angelegt, um eben einzutauchen in diese Welt dieser Gruppen, in denen über Drogen diskutiert wird, auch über Experimente mit Drogen viel erzählt wird. Die firmieren ja oft unter dem Label Aufklärung und Hilfe in Sachen Drogen. Was ist Ihr Eindruck von diesen Gruppen? Also ich denke, dass tatsächlich viele tatsächlich deswegen gegründet wurden. Also dass das der erste Gedanke war, wir wollen Leuten helfen, wir wollen sie aufklären. Wenn man sich aber in diesen Gruppen auffällt, merkt man sehr schnell, dass das nicht wirklich eingehalten wird. Dass es immer wieder User gibt, die dann gefährliche Ratschläge geben, die sich zum Beispiel auch gar nicht mit einer Substanz richtig auskennen und dann eben raten, das zu nehmen oder diese Kombination. Beziehungsweise das andere Problem ist oft, dass User zum Beispiel auch wie Josh ein unglaubliches Fachwissen haben und dann glauben, dass ihnen dieses Wissen eine gewisse Sicherheit gibt, die eigentlich nicht da ist. Und genau das sehe ich als problematisch an. Und problematisch ist natürlich auch, dass User in Notfällen zum Beispiel oft nicht den Notarzt rufen, sondern erst in der Gruppe fragen, was soll ich denn jetzt tun? Und dass so wichtige Minuten verstreichen, bis dann wirklich der Notarzt alarmiert wird. Ich hatte, bevor ich Ihren Text gelesen habe, keine Ahnung, wie leicht es sogar für Minderjährige ist, an Drogen ranzukommen. Die kommen einfach tatsächlich per Post in einem Päckchen nach Hause in die abgelegensten Regionen. Also Bahnhof Zoo braucht man tatsächlich nicht mehr. Und viele davon sogar kostenlos. Es gibt Gratisproben von Drogen. Das alles über Facebook und das sogenannte Darknet. Sie haben ja auch Facebook angeschrieben. Wie haben die denn auf Ihre Anfragen reagiert? Ja, es war ziemlich unbefriedigend. Also man hat wirklich keine deutliche Antwort bekommen. Es hieß immer wieder, wir achten darauf, dass
ja, dass keine illegalen Dinge dort passieren und so weiter. Mir ist aber immer wieder aufgefallen, dass genau das ja passiert und dass es nicht richtig überwacht wird, in Anführungszeichen, und auch eben nicht wirklich geschaut wird in diesen Gruppen, was eigentlich dort vor sich geht und wie dort eben auch Jugendliche wie Josh abrutschen können in so eine Szene. Ja, umso besser, dass Sie das öffentlich gemacht haben. Vielen herzlichen Dank, Isabel Wehr. Danke auch.